Hammer-on und Pull-off Triolen. Bei dieser Übung werden Hammer-ons und Pull-offs direkt miteinander verbunden und wechseln sich in der Reihenfolge von Seite zu Seite ab. Ich mache vor. Das geht dann durch jede Fingerpaarung durch, also Mittel- und Ringfinger, auch mit Ring- und Kleinfinger, was dann auch immer ein bisschen schwerer wird.